Herzlich willkommen bei Alanya HomeX. Ich bin's wieder, eure Jishim. Und heute sind wir vor euch unterwegs im Stadtteil Kestel. Ja, sehr wohl. Wir haben ja äh, lange, lange nichts aus diesem Gebiet gezeigt. Das hat natürlich den Hintergrund, dass es hier momentan leider noch kein Aufenthaltstitel gibt. Aber dennoch haben wir hier ein sehr schönes Neubauprojekt projekt äh, was wir euch gerne präsentieren möchten. Es ist noch nicht ganz fertiggestellt, aber wir haben hier schon mal zwei Wohnungen, äh, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, die schon fertig sind, bis auf ein paar kleine Schönheits-OPs, äh, ja, die noch gemacht werden müssten. Aber ansonsten ist das ja alles soweit einzugsbereit. So, ihr Lieben, wir starten so. Wir kommen hier rein und dann haben wir hier ja schon so einen... Äh, Amerikanischen Stil könnte man sagen. Man ist eigentlich schon direkt im Wohnzimmer ohne Flur, ohne nichts. Aber ihr seht die Einrichtung, sehr schön, absolut modern, toll in diesem Grau und, und Schwarz, Anthrazit und alles Mögliche, was man so hat, mit Creme gemischt. Optisch wirklich 1A, sieht sehr, sehr nobel, sehr edel aus. Also, wir haben hier den Bereich Wohnzimmer mit einer großen Couch. Fenster sind auch vorhanden, Balkon, da kommen wir gleich dazu. Dann haben wir hier praktisch unsere Essgruppe und dann haben wir hier unsere Küche. Weiße Ware, wie zum Beispiel Klimageräte und natürlich das alles, ja, was man hier so braucht, um auch die Küche nutzen zu können, äh, die sind nicht beinhaltet. Aber wir haben natürlich ein bisschen unsere Äuglein zwinkern lassen und haben höflich nachgefragt mit ein bisschen... Äh, Kraft in den Armen und Drohungen, ob man da nicht eventuell und eventuell könnte man uns da auch ein bisschen weiterhelfen. Also, das ist so ein bisschen in der Schwebe. Und da wir natürlich hier kleine Klimaanlage momentan haben, schwitze ich mir auch tatsächlich wirklich die Seele vom Leib. Deswegen gehen wir hier mal raus und schauen uns hier mal um. So, das hier ist Kessel. Vorne wird nichts mehr gebaut. Das ist mal die Auskunft dato heute weil äh, das als Park der Stadt hinterlegt ist. Das ist schon mal ganz schön, das freut uns zu hören. Könnte man natürlich auch ein bisschen was Hübscheres draus machen, aber auch da äh, sind wir dran. Wir wollen ja was Schönes für unsere Stadt hier tun. So, und dann hat man hier natürlich den Ausblick, da vorne, wo ihr jetzt zum Beispiel diese kleinen Häuschen seht, da ist der Oberchai. Oder Dimchai, jetzt kommt natürlich der Dimchai ist es, ja, Dankeschön. Für alle geografischen und erdkundetechnischen Auskünfte bin ich fehl am Platz, aber das ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall läuft da ein Fluss durch und das ist ganz schön. Und so, jetzt haben wir hier unten natürlich noch ein Badezimmer. Leute, es ist relativ dunkel eventuell das Video. Aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem ein bisschen was erkennen. Also da zum Beispiel fehlt noch ein Spiegelchen, der steht hier rein zufällig mal dahinter. Dann haben wir hier unser WC und einen kleinen Waschtisch. Es ist ja auch nur ein Gäste-WC. So, das muss man natürlich mal klarstellen. So, und jetzt würde ich sagen, schleppen wir uns mal hier hoch. Sehr schön gemacht hier mit diesem Anthrazit. Und damit es noch einmal ein bisschen nobler ausschaut, wird man hier natürlich an dem Glas nicht sparen. Und jetzt sage ich quäle ich mich mal nach oben bei den Temperaturen und dann sehen wir uns oben. Bis gleich. Ja, und bei den letzten Stufen muss ich natürlich noch mal aus- und einatmen, denn ich bin ja schon eine alte Frau, aber ich mache das natürlich gerne. So und jetzt schlage ich vor, bevor wir in die Zimmerchen reingehen, schauen wir uns noch mal hier das Badezimmer hier oben an. Und zwar geht das hier einmal so ums Eck. Leute, es ist dunkel, bitte regt euch nicht auf. Wir können nichts machen. Wir haben momentan noch kein Licht. Wir haben aber hier die Duschkabine. Wir haben unser WC. Eigentlich auch noch mal ausreichend Platz. Das seht ihr ja hier. Also es ist in die Länge gezogen, aber trotzdem hat man hier wirklich noch ausreichend Platz. So, jetzt hat man hier sich dann noch ein schönes Schränkle für die Waschmaschine vorgestellt. Das hat man da auch noch mal reingestellt. Ist in Ordnung. Brauchen wir ja. Da kann man nichts machen. So und jetzt da sage ich, gehen wir erst schon mal in das eine Zimmerchen rein und ihr seht, da hat man ein bisschen mit Farben gespielt. Ich habe mich heute mal ein bisschen angepasst. Sehr schön gemacht mit dieser Tapete, ein bisschen Spielerei, ein bisschen grün, ein bisschen braun, aber sehr, sehr schön. Auch sehr schön ist natürlich hier die große Fensterfront, die wir haben mit dem Balkon nach außen. Aber da quäle ich mich dann auf der anderen Seite nochmal raus. Was wir hier haben, ist natürlich der schöne Blick auf die Berge, aber das zeige ich euch alles nochmal vom Balkon. Ja, das ist mal dieser Raum. Und dann geht es hier praktisch noch einmal ums Eck. Und zwar haben wir dann hier unser Master Bedroom mit eigenem Badezimmer. Das schauen wir uns jetzt gleich mal hier an. Ihr seht, auch hier hat man ein bisschen was Hübsches draus gemacht. Sieht sehr schön aus. Anständige Möbel. Kleiderschrank ist auch vorhanden. Ein paar Blümchen sind auch da. Und bevor wir ins Badezimmer gehen, stürzen wir uns noch mal raus in die warmen Temperaturen. So, ihr Lieben, schaut mal sehr schön hier die Gleitschiebetüren. So, und da sind wir hier draußen. Ja, also das heißt, wir haben oben nochmal den Balkon auf der Dachterrasse, dann haben wir unten nochmal ein Balkönchen. So, ihr seht, es ist ein ruhiges Fleckchen hier. Man ist relativ entspannt. Wie gesagt, wir haben hier sogar mehr Blick. Bitte kommt doch einmal rum. Da muss man sich nicht mal den Hals ausrenken, Freunde. Das sieht man von hier wunderbar. Und natürlich die Burg sieht man auch noch. Und wenn es Nacht ist, sieht man es noch besser, dann leuchtet es sehr schön. Und ansonsten, Freunde, habt ihr die Taurusberge also wirklich in... Jetzt wird es lustig. In wie viel Grad haben wir denn das? 360, 180, 45, 90. Jeder Mathematiker und Physiker kann sich gerne bei mir melden und mir mal eine Ausbildung in... Äh, solchen Angelegenheiten geben, aber wir sehen genug und das ist ja die Hauptsache. Ansonsten seid ihr hier auch völlig zentral. Also es ist ein Katzensprung äh, hinter dem Fluss geht es nach Tosmur und dann ist man schon in Ober und äh, dann ist man eigentlich schon überall, wo man hin möchte. So und dann haben wir natürlich hier noch unser Badezimmerchen, was äh, zu dem äh, Ding hier dazugehört. Und auch hier seht ihr, wir haben wieder eine Duschkabine, wir haben unser WC, wir haben unseren Waschtisch. Ja, und mehr kriegen wir hier auch nicht rein. Ne? Aber ansonsten ist tatsächlich alles da, was man braucht. Jetzt gehe ich mal aus der dunklen Kamera raus. Und äh, ja, ich finde es ganz hübsch hier. Musik nochmal von mir kurz zusammengefasst. Wir sind hier im Stadtteil Kestel. Entschuldigt bitte, mir läuft tatsächlich die Suppe runter. Und zwar in einer ganz neu fertiggestellten ja Anlage, Wohnblock ist es eher. Also es ist tatsächlich ein Block mit einem schönen Garten und Poollandschaft und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles natürlich unten in der Beschreibung lesen. Wir befinden uns hier im vierten Stock und es ist eine Duplex-Wohnung, das heißt... Vierter und fünfter Stock ganz oben. Wir haben ca. 85 Quadratmeter auf zwei Ebenen. Im unteren Bereich haben wir die Küche und unser Wohnzimmer mit einem kleinen Gästebad. Im oberen Stockwerk sind zwei Schlafzimmer und zwei Bäder. Ja, Balkone sind da, Ausblick ist top und alles weitere könnt ihr unten in der Beschreibung durchlesen. Ich habe mich sehr gefreut, euch auch diese Immobilie zu zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen bei Fragen, Anregungen. Wie auch immer, wie immer gerne über WhatsApp. Ähm, ansonsten in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bleibt mir gesund, bleibt mir treu. Vielen Dank für eure Likes, für eure Ambo Abos, für eure Kommentare und bis zum nächsten Mal, eure Jesche. Macht's gut. Ciao.